Ja zu Europa. 10.000 Georgier ziehen durch die Hauptstadt Tiflis, nach der Absage der EU, ihrem Land eine Beitrittsperspektive zu geben. Schuld daran sei die eigene Regierung, glauben sie, und fordern ihren Rücktritt. Mittendrin Mariam Geguchadze. Für sie ist Europa mehr als die geografische Nähe zum Westen. Für sie ist Europa die Zukunft und der Kampf dafür eine Lebensaufgabe. Ich glaube, dass Georgien es verdient, ein stolzes Mitglied der EU zu werden. Aber ich weiß auch, dass es viele Probleme auf dem Weg dorthin gibt. Darum tue ich mein Bestes, um das zu ändern. Ich lebe für diese Veränderungen. Eines der Probleme sei Georgiens Nachbar Russland, sagt Mariam Geguchadze. Sie nimmt uns mit in eine Gegend, in der dieses Problem besonders deutlich wird. Die Grenze zur abtrünnigen Teilrepublik Südossetien. Völkerrechtlich gehört diese Gegend im Kaukasus zu Georgien. Aber seit 3 Jahrzehnten wird sie von der russischen Regierung in Moskau kontrolliert. Mit russischem Geld und russischem Militär, das in Südossetien stationiert ist und von dem die Menschen gerade jetzt Angst haben, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Nach 2,5 Stunden ist das Ziel erreicht. Das Dorf Kadueti, direkt an der Grenze zu Südossetien. Diese Grenze, klagen die Menschen hier, verschiebe sich ständig. Immer neue Gebiete Georgiens würden von russischen Soldaten besetzt, sagen sie. In manchen Gehöften verlaufe die Grenze sogar mitten durch die Gärten. Ich fürchte mich vor den Russen. Die russische Armee ist nur 5 Kilometer von uns entfernt. Obwohl in meinem Dorf noch kein russischer Soldat gekommen ist, leben wir alle trotzdem in ständiger Angst. Insbesondere nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Auch die Zentralregierung in Tiflis fürchtet offenbar den Konflikt mit Russland und gibt sich lieber neutral. Georgien hat zwar den Krieg offiziell verurteilt, beteiligt sich aber nicht an den westlichen Sanktionen gegen den Kreml. Stattdessen greift die Führung in Tiflis ihre eigenen Kritiker an, wie die Protestbewegung Shame, der auch Mariam Geguchadze angehört. Als die EU sich weigert, Georgien den Status eines Beitrittskandidaten zu vergeben, macht Shame nicht Brüssel, sondern Tiflis dafür verantwortlich. Die eigene Regierung würde aus Rücksicht auf den Nachbarn Russland nicht genug tun, lautet der Vorwurf. Doch die teilt vehement zurück. Diese Menschen wollen, dass unser Land von einer Welle von Massenprotesten und Unruhen überschwemmt wird und dass das Ganze in einem Krieg gegen Russland endet. Das ist ihr Plan, aber das werden wir nicht zulassen. Ihre Propagandamaschine wirkt. Wenn man genau hinschaut, merkt man, dass sie dieselben Methoden nutzen wie in Russland. Dass Russlands Präsident Putin nach dem Krieg in der Ukraine keinen Halt macht und eines Tages auch Georgien angreift, schließen viele hier nicht aus. Denn auch Georgien war Teil der Sowjetunion und die, so fürchten sie, will der Kreml-Chef wiederherstellen. Das einzige Land, das Georgien an einer Entwicklung hinderte, die georgische Kultur, Traditionen und Religion zerstörte, dieses Land ist Russland. Und genau darum hätte die EU ein Signal an Russland senden sollen und Georgien eine Beitrittsperspektive geben, glauben Mariam und ihre Mitstreiter. Entsprechend groß die Enttäuschung über das Nein aus Brüssel. Das war einer der traurigsten Tage meines Lebens. Ich bin tief in meinem Inneren Optimistin und hatte ein ganz klein wenig Hoffnung auf ein Wunder. Amazing to happen, I don't know. Das Wunder ist ausgeblieben. Doch sie wollen weiterkämpfen. So lange, bis Georgien eines Tages Mitglied der EU ist.